Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme selber aus der Flüchtlingsarbeit und es gibt eine Erfahrung, die man da sehr, sehr schnell macht. Man kann bestenfalls einzelnen Menschen helfen, man kann nichts daran ändern, dass wir nicht in der besten aller Welten leben sozusagen. Und man kann sogar sehr froh sein, wenn man in Ausnahmefällen einem einzelnen Flüchtling und Asylbewerber ein Aufenthaltspapier oder ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verschafft. Das ist etwas, was wir uns in dieser Debatte bei all den globalen Zusammenhängen, die wir eigentlich gerne verändern wollen, einfach immer wieder klar machen müssen. Ich finde, man hat es auch gemerkt in der Art, wie Monika Herrmann gerade geredet hat. Denn es ist tatsächlich so, wenn man die Menschen in seinem eigenen Bezirk hat, dann sind die, natürlich ist es nur eine Gruppe. Es ist nur eine Gruppe und es gibt Tausende von anderen, die in der gleichen Situation sind. Und wenn der Bezirk sich krumm macht und Monate arbeitet und zum Glück mit Hilfe der Kirchen und auch ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich nochmal der Caritas und der katholischen Kirche danken, dass sie das ermöglicht haben, wenn man mit Hilfe der Kirchen. Cool. Wenn man mit Hilfe der Zivilgesellschaft und auch, weil das Land Berlin sich doch zum Glück, und das muss ich auch anerkennen, für einen anderen Weg entschlossen hat als der Hamburger Senat, der die Flüchtlinge mit Polizeirazzien durch die Stadt jagen lässt. Also auch dafür können wir durchaus, darüber können wir durchaus froh sein. Wenn es aber dann gelungen ist, für diese 80 Menschen ein Haus zu finden, dann ist es doch völlig klar, dass es genau immer noch Hunderte und vielleicht sogar Tausende alleine dieser Stadt gibt, die in einer nicht besseren Lage sind. Viele kommen aus Lampedusa, andere leben ohne Aufenthalt hier, kommen anderswoher, sind in einer ähnlichen Lage. Und das ist einfach etwas, was uns alle miteinander ein Stückchen, ja, fast auch bescheidener und auch bescheidener werden lassen muss in dem, was wir wollen und gleichzeitig uns dazu bringen muss, unsere Anstrengungen zu verdoppeln. Ich bin auch sehr, sehr froh über diesen Vorschlag eines runden Tisches, weil er eine Diskussion auf die richtige Ebene bringt. Dass weder das Land noch der Bezirk können dieses Problem lösen und die Zivilgesellschaft allein kann es auch nicht. Wir können es alle nicht, die Rechtslage gibt es nicht her, die europäische Asylpolitik gibt es derzeit nicht her und selbst wenn die geändert wird, wird es immer noch Menschen geben, die fliehen, solange es Fluchtursachen gibt. Alexander Klose hat es gerade ausgeführt und wir wissen, dass wir das in unserer Lebenszeit nicht ändern werden. Ich finde es deswegen richtig, dass man auch durchaus mal sagt, wir helfen diesen Menschen und wir erkennen an, dass wir es nicht schaffen werden, allen anderen gleichzeitig zu helfen, aber wir strengen uns an. Ich möchte dafür plädieren, dass wir mit dieser Haltung in die nächsten Gespräche gehen und ich hoffe, dass auch der Berliner Senat sich dazu bekennt, denn in Wirklichkeit lavieren wir alle und versuchen alle, der Senat genau wie der Bezirk, zu tun, was zu tun ist und da helfen natürlich Trostszenarien nichts, denn genau genommen geht es um eine Hilflosigkeit im Umgang und ich bin froh darüber, dass wir in Berlin immerhin versucht haben, mal einen anderen Weg zu gehen. Das ändert nichts daran, dass die großen Probleme nicht gelöst sind und dass das ein Land allein nicht machen kann. Vielen Dank. Danke, Martina.